Es ist ein Landgasthaus am westlichen Stadtrand von Bruck, das Gasthaus Kunes. Das seit 1905 im Familienbesitz befindliche Haus ist bei den Gästen sehr beliebt. Und es ist immer etwas los, so auch kürzlich, wo bei herrlichem Wetter im Gastgarten der Musikantenstammtisch bzw. Frühschoppen abgehalten wurde. Durchs Programm führte der bekannte ehemalige Briefträger Bernex, Sepp Meyer, und er hat immer einen lustigen Vers parat. Der Peter sagt in Fleischerlohn, eine Leberwurst könnt heute nicht schon. Ich tu mir mein Kartbahn schlicken, 10 Decken möchte ich für den Dicken. Da sagt der Chef, das geht nicht, schade, weil heute die Dicke Urlaub hat. Ich tu noch gern Gedichte schreiben, ich habe bisher über 6000 geschrieben. Und die trage ich zum Teil auf Arbeit, die einzelnen Frühschoppen und natürlich auch eine Witze, wie es verbraucht wird. Ja, ich mache das gern, das ist mein Hobby. Dem traditionellen und überlieferten Liedgut verschrieben hat sich die Familie Pfeilstöcker. 1961 gründete Fritz Pfeilstöcker mit seiner Frau Elisabeth und seiner Schwester Fini Reiter die Gesangsgruppe. Bei uns sind Steiermark, sind Leid so groß und stark, sind wir die Dannerbahn. Ich bin der Benjamin Winterkreiner. Ich spiele auf meiner Harmonika schon seit ich 6 Jahre alt war. Und jetzt bin ich Staatsmeister und das gefällt mir ganz besonders. Bewundernswert ist der Berger Horst aus Hönigsberg. Er kann die Harmonika nicht sehen, aber spielen. Mit dabei war auch Fritz Hirschberger, der unter dem Namen Fedo Live Musik die Leute zum Zuhören, Mitsingen, Tanzen und Dschungeln verführt. Krank, wenn ich nicht war, ja sag einmal, wo ist er? Kanister mit der Sister. Ich hab ein Wahr, ich muss schon wieder Rosenwahr, schön nieder und schön gern. Ich hab ein Wahr, ich muss schon wieder Rosenwahr, und ist er noch so klar. Es war ein abwechslungsreicher Frühschoppen mit Humor, Musik und kulinarischen Schmankerl. Übrigens, von Juni bis September ist Grillsaison, jeden Mittwoch ab 16 Uhr. Landgasthaus Kunes hat täglich ab 10 Uhr außer Montag geöffnet. Ganztägig warme Küche.